Also heute war ich in der Einstellendressur dran. Wir hatten ungefähr 50 Starter, ein bisschen mehr vielleicht. Und ich habe meinen 7-jährigen Maverick McNamara geritten, den ich seit ungefähr Weihnachten habe. Mit dem habe ich jetzt ein bisschen über den Winter nicht viel arbeiten können, aber jetzt seit 2-3 Monaten ging es richtig vorwärts mit ihm. Und ich glaube, es ist ein relativ gutes Pferd. Heute war leider etwas spannig dann im Galopp und ich habe etwas lang abgeritten. Aber ansonsten sehe ich da eine sehr große Zukunft mit dem Pferd. Und jetzt liege ich, glaube ich, im Moment gerade auf Platz 6 in der Zwischenrangliste mit ihm. Und dann bin ich morgen so um 10 Uhr fängt das Gelände an, der Einsterne. Da bin ich ja mit beiden am Start, mit meinem Zwei-Sterne-Pferd und mit meinem Ein-Sterne-Pferd in beiden Prüfungen. Und ich denke, das Gelände ist sehr schön aufgebaut. Es wird sicher nicht einfach sein für manche Reiter und auch nicht für mich. Ich muss da schon kämpfen um meinen ersten Platz auch in der Zwei-Sterne. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich das schaffen werde und ich hoffe, dass wir morgen einen schönen Geländetag haben.